Zusammen sind wir Schleswig-Holstein, da ist er. Jörg Pilawa! Volker! Oh Mann! Oh, nach 20, du fühlst dich an wie früher. Das ist ja gar nicht grau. Und Haare hat er auch noch alle. Ich hab noch was, komm mal hinten. Nach über 20 Jahren ist das noch das Studio, in dem du gesendet hast, oder? So ist es. Da haben früher, ich durfte sitzen früher. Ja. Aber da gab es doch keine Monitore, da hatten wir noch Kreidetafeln. Darf ich mal in den Darm? Für mich beruflich natürlich, wenn ich damals die Chance nicht gehabt hätte, hier anzufangen, dann hätte ich heute nicht die Karriere machen können, die ich gemacht habe. Weil RSH damals mir die Chance gab, über ein Praktikum im Hamburger Studio viel machen zu können. Und ich erinnere mich noch an mein erstes Interview, was ich machen durfte damals in Hamburg. Es ging darum, dass die Piepshows zumachen sollten, weil sie irgendwie frauenverachtend sein sollten. Und die damalige Studioleiterin sagte zu mir, nimm das Mikro, geh dahin, mach O-Töne. Und ich hatte das große Glück, dass diese O-Töne wohl sehr gut waren. Und daraufhin durfte ich dann fest bei RSH anfangen. Und wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich heute vielleicht Taxifahrer oder Lehrer, keine Ahnung. Wo ist das Rotlicht? Wo ist das Rotlicht? Auch wieder hierher schauen, Jörg. Ja, gerne. Auch mit uns weiter reden. Zurück zu den Wurzeln. Eine kleine Nostalgiesendung heute Morgen um 16 Minuten nach 7. Jörg Pilawa, über 20 Jahre ist er nicht mehr hier gewesen. Es war damals natürlich, darf man nicht vergessen, als ich so angefangen habe, das war die Wendezeit, ne? 88, 89. Und das hat mich privat dahingehend extrem geprägt eigentlich, weil ich diese emotionalen Momente über den Job erleben durfte und daraus sind unheimlich viele Freundschaften erwachsen, die bis heute halten. Also ich habe zu vielen, mit denen wir damals hier zusammengearbeitet haben, heute noch Kontakt. Und es ist für mich immer noch so, wenn ich selber durch Schleswig-Holstein fahre oder an der Nordsee Urlaub mache, dann wird natürlich RSH gehört. Und dann hast du tatsächlich immer so dieses Gänsehautgefühl, da ging es mal los. Deshalb hat es für mich privat immer noch einen hohen Stellenwert. Wir schwelgen heute in Erinnerungen zusammen. Sind wir Schleswig-Holstein? Jörg Pilawa schaut da vorbei, wo er mit seiner Karriere begonnen hat. Und du hast ja eben schon erzählt, dass du deine ersten Interviews in der Piepshow gemacht hast.